Leute, grüßt euch. Ich muss noch mal eben kurz gucken, ob das hier alles läuft. Aufnahme läuft. Bildschirm ist komplett. Ja, dann begrüße ich euch mal zu Teil 3, zu meinem Balkonkraftwerk. Und heute ist genau ein Monat rum der Aufzeichnung. Und wir wollen mal schauen, was im Monat Juli so dabei rumgekommen ist. Ich habe hier mein Online-Monitoring mal aufgemacht. Da werden wir gleich mal reingucken. Dann werde ich euch noch mal kurz zeigen, wie bei mir die Wohnsituation aussieht vom geografischen her, weil das ist, ja, der Ertrag ist nicht so gut, aber wie gesagt, ich wohne halt nur mal hier in einem Tal und mehr Sonne wird's nicht. Aber wie gesagt, wenn ich da meine Heizung und sonstiges noch mit abdecken kann, dann reicht mir das schon. Ja, jetzt gucken wir erstmal rein. Ich habe hier die Seite aufgemacht, Bautech Shop, da habe ich die Solarnagel gekauft. Das ist jetzt auch keine Werbung, sondern wie gesagt, ich habe sie ganz normal da gekauft. Das ist halt nur, ich wollte euch das mal zeigen, wo so her ist. Mann, ich muss einen Kaffee haben. Ja, wir gehen mal hier rein. Wir gucken jetzt mal hier rein. Solaranlagen. Es ist ja bis 600 Watt erlaubt in Deutschland. Das heißt, mit der kleinen Anmeldung. Da habe ich dieses Set hier gekauft, 600 Watt mit Internetüberwachung. Da gehen wir jetzt mal drauf, hier, das hier. So, das ist jetzt der Solax X1 Mini Wechselrichter, 700 Watt maximal. Wie gesagt, 700 Watt hält er maximal aus. Und die Paneele haben jeweils 300 Watt. Sind pechschwarz, sehen optisch auch schön aus. Habt ihr in einem vorigen Video gesehen, in Teil 2. Ja, dann habt ihr hier verschiedene Varianten zur Auswahl. Ja, ihr könnt einmal hier ohne Montagematerial für 680 bestellen und baut euch das selber. Oder wie gesagt, ich habe hier mit Aufständerung bestellt, nicht Aufständerung, wo ist es? Flachdach mit Stockschrauben, die Version habe ich bestellt. Das ist das, was ich bei mir verbaut habe. Seht ihr hier, 760 Euro. Da sind dann hier diese Alu-Leisten bei, die sind, ich glaube, 2 Meter und irgendwas. Die Stockschrauben sind dabei, die Klemmen sind dabei. Ihr habt hier diese beiden Solarpaneele jeweils 300 Watt, also 600 Watt insgesamt. Das WLAN-Modul ist dabei. 10 Meter Solarkabel sind dabei. Und der Wechselrichter. Hier ist nochmal das Montageset. Das ist, wie gesagt, alles komplett. Das Einzige, was ich hier zugekauft habe, ist Sikaflex. Das habe ich hier unter diese Dichtung noch ein bisschen drumherum geschmiert, weil das ein bisschen flexibler ist. Das kann sich nämlich sein über die Zeit, dass sich die Schrauben vielleicht rausdrehen. Aber ich denke mal, dadurch, dass sie hier oben fixiert sind, werden sie sich nicht mehr drehen. Aber ich habe hier trotzdem ein bisschen Sikaflex drum geschmiert, damit das etwas mehr Dichtung hat. So, wie gesagt, das ist das Set. Dazu gekauft habe ich lediglich, da gehen wir jetzt nochmal drauf ein. Das muss man aber nicht, ist aber für die Feuerwehr relativ praktisch. Jetzt habe ich auch noch einen Frosch im Hals. Trennschalter, genau. Ich weiß nicht, ob ich den hier drüber finde. Das ist wieder Internet. Jetzt könnt ihr live dabei sein. Findet man nicht. Findet man nicht. Oder doch. Hier ist er. Den DC-Trennschalter, den habe ich noch gekauft. Dazu. Dann kann die Feuerwehr von außen einfach, falls es mal brennt, abschalten und dann kann sie löschen. Ja, wie gesagt, das war das für 810 Euro, irgendwie ein paar kaputte. Was bei mir noch zusätzlich kam, war der Erdspieß für 26 Euro und rund 50 Euro für das Erdungskabel, 16 Quadrat. Dann seid ihr bei, na, sagen wir mal, 900 Euro, habt ihr das komplett zum Anklemmen, je nachdem, wie weit eure Wege sind. Ja, das ist, wie gesagt, das zu der Anlage. Service ist bei Bautech auch astrein. Also ich habe den vorher ein paar Fragen gestellt, weil ich wollte ursprünglich einen größeren Wechselrichter nehmen, falls später mal vielleicht noch doch sich was ändert. Aber das haut dann nicht hin mit nur zwei Platten wegen dieser Startspannung. Weil der Solax, ich gehe nochmal da drauf, der hier ist ausgelegt dafür, dass er bei, keine Ahnung, 60 Volt oder so schon einspringt. Und die größeren, die brauchen dann schon über 100 Volt und da kommen ja die beiden Platten nicht hin. Deswegen macht das keinen Sinn. Ja. So, jetzt gehen wir mal drauf auf die Seite
wie ihr das findet zum Anmelden. Genau, das machen wir jetzt nochmal. Das habe ich ja als nächstes. Und zwar habe ich so eingegeben: Balkonkraftwerk anmelden, Westnetz. Westnetz ist jetzt hier unser Netzbetreiber in unserem Kreis hier in NRW. Ich denke mal, wenn ihr das so eingebt, nur euren Netzbetreiber dahinter, dann kommt er auch auf das Gleiche raus. Ich habe jetzt hier zum Beispiel die erste Seite direkt. Wie möchten Sie Strom erzeugen? Westnetz GmbH, da gehen wir drauf. So, jetzt kommt da gleich was. Hier ist es. So, dann kommt hier eine Auswahl. Dann gehe ich hier auf Photovoltaik. Und hier kommt Anmeldeformular einer steckerfertigen PV-Anlage bis 600 Watt. Jetzt haben wir das hier. Lädt er sich das runter und schon habt ihr das. Hier geht es nur darum, dass ihr hier euren Namen eintragt, Vornamen, Postleitzahl, E-Mail-Adresse, wo das installiert ist. Es ist natürlich theoretischerweise meistens da, wo ihr auch wohnt. Hier steht dann ein Feldchen für die Leistung der Anlage. Anzahl der Einheiten, ja, es ist eigentlich, hier darfst du eh nur eins eintragen, weil unten steht, dass man sowieso garantiert, dass nur eine Anlage erlaubt ist. Deswegen macht es ja nur Sinn, okay, wenn ihr jetzt zum Beispiel 200-300 Watt Anlagen habt, dann könnt ihr hier natürlich eine Einzelleistung 300 Watt eintragen und Anzahl der Einheiten 2 Stück, wenn ihr 2 habt und Gesamtleistung 600 Watt, das würde dann natürlich auch gehen. Aber sonst, ja, dann kommt Ort, Datum hin, unterschreibt er das und dann ab in Brief damit und dann schickt er das weg und fertig. Das war's dann. Ja, da haben wir das auch abgearbeitet. Jetzt gehen wir mal hier auf meine Seite von Solax. Und zwar habe ich am 30.06. habe ich ja gestartet. Das heißt, jetzt ist der 30.07., jetzt sind 4 Wochen, also ein Monat rum. Wir haben hier einen Gesamtertrag von 56,3 Kilowattstunden haben wir gemacht im Juli. Und wie gesagt, also meine Wohnsituation, die ist so, dass ich relativ wenig Sonne habe. Das ist jetzt kein Beispiel für euch. Das ist eigentlich fast schon das Schlechteste, was man haben kann. Aber es ist immerhin besser wie gar nichts. Heute war 3,1 kW, das ist auch der Höchstwert. Da gehen wir jetzt mal hier drauf aufs Diagramm. Der Monat. Und hier seht ihr natürlich hier unten, das Schlechteste war 0,6 kW. Wenn wir das anwählen, das war der 16. Gucken wir uns den 16. an, hier ist der 16. Ja, da sieht man, das ist immer, es geht immer auf und ab. Höchstleistung war 130 Watt. Und ja, ihr seht bei den ganzen Tagen, ich zapp jetzt mal ein paar durch. Es geht halt immer viel auf und ab. Das ist das deutsche Wetter, weil viele Flieger fliegen, viele Wolken am Himmel. Dann habt ihr nie kontinuierlich Sonne. Es waren im Prinzip nur 2 Tage im Juli, wo kontinuierlich Sonne war. Und zwar war das, ich weiß nicht genau, welcher Tag das war, ob das der 23. war. Ja genau, der 23. war der erste Tag im Juli, wo mal kontinuierlich Sonne war. Da ging das hier los. Da habt ihr bei mir hier 10.25 Uhr hier unten, da fängt das an. Da springt das auf 400 Watt. Und dann habe ich eigentlich kontinuierlich so ungefähr, ja, wann soll man sagen, wann es abreißt, sagen wir, hier reißt es ungefähr ab. So Richtung 18.30 Uhr habe ich noch 180 Watt. Und dann fällt das einfach rapide ab. Das seht ihr ja hier. Auch am letzten Tag, den machen wir beim letzten Tag heute an. Da war das schön kontinuierlich. Das war der einzigste Tag wirklich im Juni, im Juli, sorry, wo kontinuierlich die Sonne geschienen hat. Und ihr seht ja bei mir, hier geht das um 9 Uhr habe ich 40 Watt, 10.30 Uhr 70 Watt und dann habe ich 10.30 Uhr genau, ja, warte mal, wann war das? 10.25 Uhr habe ich 70 Watt, 10.30 Uhr habe ich 277 Watt und dann klettert das hoch. Richtung Mittag 470, 500 und dann geht das im Prinzip aber schon um 500 Watt, 500, ja im Prinzip geht das bei mir schon um 13.50 Uhr geht das schon bergab. Da seht ihr mal, wo ich hier wohne. Um 13.50 Uhr beginnt das bei mir, dass hier diese Sonnenertragskurve schon wieder runter geht und um, ja seht ihr hier, 18 Uhr habe ich schon nur noch 200 Watt und
19 Uhr habe ich 20 Watt, dann ist vorbei bei mir. Also da habt ihr oder beziehungsweise einige von euch, ich sage mal, meine Eltern, die wohnen hier ungefähr, ich sage mal, einen Kilometer, anderthalb Kilometer weiter. Die hätten schon morgens um 8 Sonne und oder um 8:30 und können die dann bis abends ernten. Bis abends um 8, da ist eine ganz andere Kurve. Aber wie gesagt, ich habe hier nicht mehr. Und ich lebe damit. Es ist besser wie gar nichts und den Strom verbrauche ich ja direkt. Das heißt, alles im grünen Bereich. Ich wollte euch noch zeigen, wie gut die Anlage ist. Ich weiß jetzt nicht genau, welcher Tag das war. Ich starte mal am 30. und klicke mal einfach mal durch. Ich hatte einen Tag, hier der 1.7., der war zum Beispiel recht gut, 602 Watt. Die Solarmodule sind aber astrein, die bringen sogar mehr. Ich muss nur gucken, welcher Tag das war. Ach, das ist zu schnell. 600 Watt. 500. Hier. Am 6. Da haben die Solarmodule 677 Watt gebracht. Also das heißt 300 Watt pro Stück, 600 Watt insgesamt, 677 Watt in der Spitze. Das ist schon, sind schöne Module. Sie sind von München Solar und die bringen mehr als ihre Leistung. Das ist, da bin ich mit zufrieden. Wenn sie jetzt noch jahrelang halten, dann bin ich begeistert. Und das sind so Tage, seht ihr ja, das ist ja, wie Kamelhöcker sieht das aus. Ja, das war wie gesagt das Thema für heute. Hier sind die 54 kW in diesem Monat, 56,3 insgesamt, also jetzt exakt diese vier Wochen vom 30. bis zum 30. Ich denke mal, ich hoffe mir ungefähr, wenn ich so 350 Kilowattstunden in einem Jahr so reinkriege, dann bin ich schon zufrieden. Mehr wird das wahrscheinlich bei mir nicht werden. Also das ist jetzt kein Vergleichswert für euch. Müsst ihr selber prüfen, wo das bei euch sonnentechnisch liegt. Ich habe jetzt bei mir hier baubedingt und geografisch bedingt nicht mehr. Ich zeige euch jetzt nochmal ungefähr, wie das bei mir aussieht. Das könnt ihr euch nur knapp vorstellen. Da gehen wir mal hier rüber auf Google. Und zwar seht ihr hier, hier unten geht die Straße her, das ist eine 70er Straße. Und dann geht das hier links und rechts direkt bergauf. Und zwar geht das richtig hoch. Das, ja, man kann es eigentlich nur sehen hier an diesem Haus hier. Das steht schon im Hang, das ist ungefähr, keine Ahnung, steht auf 50 Meter Höhe oder 80 Meter Höhe im Vergleich zur Straße. Das ist jetzt hier schon optisch nur ein bisschen. Und hier unten in der Ecke, hier seht ihr das Dach von meinem Haus. Und das geht direkt hinterm Haus, geht das steil, ich sag mal im Winkel von, ja, ein Stück geht mal so 70 Grad schräg hoch, das ist eine kleine Felswand. Dann geht das ungefähr 70 Grad hoch und dann geht das so ungefähr im 45 Grad Winkel nach oben. Das ist so hier ungefähr der Winkel. Hier drüben ist, auf dieser Seite ist ungefähr eine Strecke von, was habt ihr da, keine Ahnung, 80 Meter. Und dann geht das auch im 45 Grad Winkel nach oben. Und es ist ungefähr, ich will jetzt nicht lügen, ich müsste gucken, zwischen 300 und 500 Meter hoch, glaube ich, insgesamt. Wir sind unten bei 230 und die höchste Stelle ist, glaube ich, bei 500 Meter. Aber das können wir nochmal gucken, wenn wir Google Maps fragen. Ich weiß nicht genau, wie wir da hinkommen, aber wir werden mal schauen. Habe ich schon lange nicht mehr geguckt. Sonst habe ich immer geschaut, aber jetzt bin ich ein bisschen durch den Wind. Irgendwo wurden die Höhenmeter noch angezeigt. Ein Komoot ist das direkt mit drin, glaube ich, aber hier, naja, ist egal. Wie gesagt, das ist hier die Straße und das ist einfach nur hier links und rechts ist hier einfach nur das Tal. Und die, hier bin ich übrigens und die Sonne steht von hier und scheint hier rüber, das heißt, wir gehen nochmal zurück. Die geht hier hinten auf, kommt also über den Berg nur sehr spät, leuchtet auf diese Seite. Dann geht die hier hinten rüber durch diesen Schlauch. Da habe ich, das ist ein Kanal von, im Winter ist das so zwischen 12 Uhr und 15 Uhr, wo die Sonne ist. Dann geht die nämlich hier schon unter. Jetzt seht ihr ja, dass die Sonne hier hinten, das ist ja ziemlich im Sommer gemacht, das Bild. November 18 kann nicht ganz hinkommen. Weil die Sonne ja tiefer steht. Aber da, wie gesagt, das ist, ja, ich wohne da unten, ihr seht es ja.
was soll man da groß zu sagen, ne? Weiß nicht, ob wir hier nochmal ein anderes Bild. Hier haben wir ein anderes Bild. Ist ungefähr, so sieht das ungefähr aus. Hier kommt er an, hier fährt er die Straße entlang und hier unten irgendwo wohne ich. Und das geht hier direkt steil rauf. Also da ist nicht viel mit Sonne ernten. Aber was will man machen? Man will ein bisschen was für die Umwelt tun und spart ein bisschen Energie und hat ein bisschen was zu basteln. Das macht ja auch Spaß. Und man lernt was dabei. Man wird ja nicht dümmer. So, das war das Ganze zu Teil 3. Meine Gesamtausbeute hier. Und ja, ich werde jetzt natürlich dieses Wi-Fi-Modul, ich werde es nicht abschalten, ich lasse es dran, aber ich werde den Router jetzt abschalten und das nicht mehr täglich verfolgen, weil der Router zieht auch 6 Watt Strom. Wie gesagt, die spare ich mir. Und das lasse ich lieber einspeisen und lasse dafür hinterher was anders laufen. Gucken wir mal. Ja, das war das zum Balkonkraftwerk. Das ist soweit angemeldet. Der Elektriker war leider noch nicht da. Ich habe das jetzt selber angeklemmt. Es funktioniert auch einwandfrei und ja. Was sollen wir machen? Sie sind halt voll überbelegt und für die paar Euro da, um da einmal drüber zu gucken, da kommt natürlich keiner. Wenn er sich noch meldet, dann soll er eben gucken und dann einmal einen E-Check machen, ob das alles richtig ist. Aber bis jetzt ist alles okay. Und ja, es läuft. Die andere Solaranlage, die Inselsolaranlage, die habe ich ja abgeklemmt gehabt. Die wird erneuert. Ich muss mal gucken, ob ich das im Winter schaffe oder im Herbst. Ich würde mir gerne diesen Make Sky Blue Wechselrichter holen und 2 Batterien. Ich weiß aber nicht, ob das in diesem Herbst was wird. Wollen wir mal schauen. Ich bin gerade aktuell bin ich ja dran an der Solarheizungsanlagenerweiterung. Da werde ich hinterher auch nochmal ein Video zu machen. Ich werde jetzt nicht jeden einzelnen Schritt filmen, weil mir das auch viel zu viel Aufwand ist. Das ist mir arbeitstechnisch und kopfmäßig schon ein bisschen anstrengend genug, dass ich da nicht jedes einzelne Detail filme. Wir werden hinterher das Ganze einmal abgehen und dann werde ich ein bisschen was dazu erzählen. Und dann werden wir sehen, wie das verläuft und ab wann oder wie lange man da Nutzen von hat. Aber das kommt, wie gesagt, in einem anderen Video später. Ich bin gerade dabei, die Aufständerung für die Solarplatten habe ich gemacht. Die steht vorm Haus. Die Pufferspeicher stehen im Keller. Habe ich aufgestellt. So grob das Zeug, Solarausdehnungsgefäß, Pumpengruppe, Steuerung habe ich bestellt, Kupferrohr geholt und ich bin gerade da mitten am Löten und am Verteilen und am Machen und am Tun. Und wenn das soweit in Betrieb ist, grob, werde ich da ein Video zu machen. Dann könnt ihr da was zu sehen. Natürlich erstmal noch keine Warmwasserunterstützung, die ist zwar mit integriert im Pufferspeicher, aber dadurch, dass ich das zweite Badezimmer noch machen muss, komplett, ist das noch nicht vorhanden. Das wird dann erst nächstes Jahr. Aber ich werde es nutzen zur Heizungsunterstützung und ja, der alte Sack kann wieder nicht sprechen. Ich werde das nutzen zur Heizungsunterstützung und werde mal sehen, inwieweit ich Pellets sparen kann, die ich dann nicht in den Ofen schütten muss, sondern im Herbst, wenn so die ersten kalten Tage sind, und ich da, sag ich mal, heizen müsste, ob da die Solaranlage mir hilft. Sie wird auf jeden Fall helfen, weil alles, was an Sonne reinkommt und ich an Wasser vorerhitzt habe, sag ich mal, wenn jetzt Wasserausgangstemperatur bei mir 20 Grad ist, was meistens ist, und der Ofen das hochheizen muss auf 60 Grad, Speicherenergie, wenn ich jetzt, sag ich mal, schon 30 Grad habe anstatt 20, da habe ich ja 10 Grad gespart zu erwärmen. Also das ist schon ein Effekt. Aber ich hoffe mir, dass ich vielleicht in den Übergangstagen so ein bisschen die Zeit verlängern kann, wo der Ofen ausbleiben kann. Das werde ich natürlich testen und ihr werdet da live bei sein. Also mal gucken. Ja, das war's für heute. Ich würde mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert und ein Like da lasst und eventuell eins von meinen Affiliate-Links unter in der Videobeschreibung nutzt. Das ist ein Amazon-Link, die sind dazu da, dass ihr über Amazon einkauft, über diesen Link. Und ja, ich kriege davon ein paar Prozente ab, so, keine Ahnung, so 2 bis 5% pro Einkauf. Ihr bezahlt nicht mehr dadurch und unterstützt den Kanal, dass ich da vielleicht mal die ein oder andere Bastelgeschichte machen kann und dass euch da auch vielleicht mal eine Verlosung entgegenkommt. Das liegt ganz an euch. Es haben natürlich schon ein paar Leute darüber eingekauft, dafür möchte ich mich bedanken. Es ist natürlich noch nicht die Welt. Das sind jetzt da, keine Ahnung, 2 Euro zusammengekommen in 2 Monaten. Das ist natürlich gar nichts. Aber immerhin, das ist
mehr als gar nichts und dafür bedankt man sich natürlich auch. Es freut mich, dass euch das gefällt und wenn der eine oder andere natürlich ein bisschen was davon mitnehmen kann oder ein paar Ideen hat für seine eigene Anlage, dann ist mir da schon ja, nicht mitgeholfen, aber dann freut mich das, dass das nicht ganz umsonst war, dass ich das gemacht habe. Und ich gucke natürlich auch bei anderen YouTubern, was die so machen, um mir Ideen zu holen oder um zu sehen, wie hat der es gemacht oder was kann der machen, wie kann ich das anders machen oder kann ich für mich was gebrauchen. Darum geht es ja hier bei mir hauptsächlich im Kanal. Ich will jetzt keinen Wettbewerb starten oder irgendwie der Beste, Klügste oder sonst irgendwas sein. Ich mache das so, wie ich das mache und stelle das vor und ja, wer das guckt, guckt's und wer nicht, der guckt's halt nicht. Und fertig. Aber jeder, der da ein bisschen Nutzen rausziehen kann, der ist natürlich hier gern gesehen. Ja, wie gesagt, das war's für heute. Genug gequatscht. Ich trinke mir jetzt noch einen Kaffee und wünsche euch noch einen schönen Abend, Mittag, je nachdem, wann ihr das guckt. Und ja, ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.